Kommt gerade, ich mach noch schnell eine Klappe. Corona nicht konform. Sorry, Idiot. Boom. Und ich fange an, Achtung. Die Folge heute ist gesponsert von Chimpy. Kennst du Chimpy? Chimpy, natürlich, haben wir auch daheim. Wirklich? Mhm. Chimpy sind Powerbanks, die man auslehnen kann. Also eigentlich wie so die Trotti oder so, aber halt mit Powerbanks. Du gehst an einen Kiosk, P&B, alles Mögliche, auch kleine Kiosk kennst. Und es reicht für eine Vollladung vom Handy. Kostet 4 Stutz, 15 Stutz Depot. Wenn es innerhalb von einer Woche zurück ist, kriegst du das Depot zurück. Hast also 4 Stutz gezahlt, um dein Handy zu laden. Und was ich aber erst jetzt herausgefunden habe, weil es alle Kabel hat, funktioniert es auch mit Kamera, das, was du gerne brauchst. Telefon. So wie du es vorher gesagt hast. Oder sogar E-Zigi, all das Zeug. Alles, was akkubetrieben ist. Und ja. Kann man selber aufladen? Könnte man. Hm? Oder was? Oder nein, was? Das Ding ist sogar solarbetrieben. Nein. Umweltfreundlich. Und, also, wie viel ist das Depot? 15. Also einfach könnte man eigentlich das... Für 19 Stutz holst du schnell eine Powerbank und am Schluss hast du 4 Stutz. Vielleicht hätte ich das gar nicht so sagen, es bei uns haben eine rumliegen in dem Fall. So, die haben eine geklaut. Es ist aber schon das Ziel, dass man sie zurückbringt. Nein, das macht auch Sinn. Genau, darum. Chimpy, dass ich es nochmal gesagt habe, das sind die grünen Powerbanks mit dem Äffli. Auslehnen, aufladen, was man auch immer muss aufladen, innerhalb von einer Woche zurückbringen. Voll easy. Ich habe es verstanden, ich bringe es, morgen bringe ich es zurück, ich schwöre es. Jetzt fühlen wir an mit dem Podcast und sich. das ist nur Rocken, das ist nur Test. Ja, das ist immer die Klappe. Weißt? Die Klappe musst du ab und zu machen, dass du dann auch die richtige... Alles gut. Die richtige, gut. Wie nennst du es? Synchronisation hast. Synchronisierung, Synchro... Whatever. So. Wir haben es vom Job gehabt. Du hast gesagt, hast du nicht einen Job? Das ist doch jetzt ein Job, wo stetig Geld reinkommt. Das ist ja... Also könntest du momentan nicht so etwas Spezielles. Ich wollte sagen, du weißt ja, wie das letzte halbe Jahr war. Da ist jetzt auch nicht stetig Geld reingekommen. Ich meine beim SRF. Ja, das ist so ein kleiner Job. Ja, das stimmt. Also hat mir jetzt natürlich auch geholfen. Aber es reicht nicht, um es als Job zu verbuchen, sozusagen. Wenn dich jemand fragt, bist du ehrlich und sagst, ich bin Musiker, oder tust du manchmal auch etwas erfinden? Ich bin immer ehrlich. Ja? Ich meine, Musiker ist ja, ich glaube, etwas vom... Ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, vom nicht best angesehensten. Aber wenn du sagst, bist Musiker, ich habe jetzt noch nie einen Kritiker bekommen. Oder weißt du, wo jemand sagt irgendwie, was Musiker? Du machst Musik. Das ist eher, als ich auf dem Bau gearbeitet habe. Da habe ich manchmal nicht... Aber weißt du, wenn du so 18, 19 bist und findest eine Frau mega toll, oder? Und das ist vielleicht eine, die studiert und das Gefühl, Mann, ich bin nur Maurer, oder? Mhm. Also, ja. Dann fährst du ein bisschen an, soll ich jetzt etwas anderes sagen? Das heißt, nein, das kannst du nicht machen, oder? Du musst jetzt dem stehen, was du machst. Aber ich habe mehr gemeint, wegen, wenn man sagt, aber zum Beispiel in deinem Fall, ich bin Musiker, dann kommen ja 150 Fragen dazu. Und vielleicht bist du nicht immer gerade mega in der Lage und Situation, wo du sagst, ich habe jetzt mega Bock, eine Stunde lang darüber zu schwätzen. Hey, ich kann einfach dort nicht lügen. Ich kann nicht sagen, ich habe es auch schon gemacht und gesagt, dass ich arbeite auf dem Bau. Und sind keine Fragen gekommen. Yeah. Und dann habe ich mega schlecht gefühlt. Ich habe die Person angeschaut, ich wollte sie gar nicht. Ich bin dann lieber ehrlich und sage, ich bin Musiker. Und dann sage ich, ja, was machst du? Und dann sage ich dann, ja, ich singe. Und das machst dann du. Und probiere dann das Gespräch auf die andere Seite, wenn ich keine Lust habe, um alles zu erzählen. Ja. Yeah. Ich habe mal gesagt, Elektriker. Ah ja? Ja. Wegen der Frisur. Wahrscheinlich.
Stromer. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Ich kann das dann auch nicht. Aber ich kenne Leute, die sagen, ich habe so keinen Bock auf das jetzt. Ich kenne auch Leute, die behaupten, dass irgendein Balletttänzer oder so. Du weißt, was ich meine, oder? Unser guter gemeinsamer Freund, der die beste Geschichte erfunden hat, und das könnte ich nicht. Also, wenn wir zusammen ausgegangen sind und dann das passiert ist, ich bin eben zu mir rot angelaufen und musste lachen, wenn Leute so seich erzählen. Das ist wer hat das erzählt? Der Claudio. Ohne Witz? Ja. Was hat er erzählt, dass ich Ballett tanze? Ich bin aber zu. Da. Und irgendwie, das ist auch grosse Klasse, wenn man etwas so fest kann belügen, dann ist es fast okay, wenn es jemand nachher glaubt. Aber ich kann das einfach nicht. Ja, eben, dann ist ja, wie wollen wir sagen, im Entertainment geschuldet, oder? Im Entertainment-Gedanke. Aber du hast gerade Claudio erwähnt, das ist eigentlich der Grund, warum wir uns kennen. Mhm. Weil er hat früher bei der A Cappella Comedy Band live gesungen, du auch. Mhm. Und die haben dich dort kennengelernt. Ja. Yeah. Also wir haben einen Beatboxer gesucht und dann bin ich gesucht und habe ihn gefunden. Und Marc hat gesagt, musst du zu uns kommen? Er hat gesagt, jo, ich weiss nicht, ob das geht, aber jo. Und nachher ist er gekommen und es war so klar, der Typ passt einfach super dort rein. Ja, so hat sehr guter Beatboxer. Und hat mal mein Booking und Management gemacht. Und irgendwie haben wir uns dann eben mal durch das kennengelernt. Und haben jetzt haben wir mal einen Gig gehabt, wo du frisch solo unterwegs gesehen. Und irgendwie, also ich habe noch nie Comedy gemacht, sondern ich habe einfach moderiert. Mit dem Adi zusammen. Und dann hat es gesagt, ja, der Marco ist jetzt nicht mehr live, er macht jetzt Solo. Und ich so, das ist doch gut für ihn. Und dann, lieber er als ich. Nein, ich finde das immer geil, weißt, wenn jemand etwas probiert, sozusagen. Ja. Und so habe ich es auch empfunden. Ich fand, geil, der Marco probiert jetzt mal etwas. Und dann das nächste, was du irgendwie hörst, ja, das Album ist auf Platz 1, läuft recht gut. Und ich so, was? Wie ist es für dich, die ganze Entwicklung? Hast du an einem Tag bewusst gesagt, ich mache jetzt Solo? Nein, das habe ich schon immer wollen. Also Solo, man entscheidet sich nicht für Solo, also man entscheidet sich ja für, wie du wahrscheinlich auch, für irgendeine Kunst, die man so geil findet. Yeah. Und bei mir war das Musik schon mega, mega klein. Und selber Lieder schreiben ist etwas, was ich irgendwie mega toll gefunden habe, schon immer, und schon mega früh gemacht habe, aber nicht mit grossem Erfolg. Aber man muss halt besser werden irgendwie und dann einfach gemerkt, okay, ich glaube, ich muss zuerst einmal ein paar Konzerte machen und ich habe mega Bock, auf die Bühne zu gehen und zu singen. Und dann ist das per Zufall mit Alive gekommen und bin mit 20 schon eigentlich vom Bau, also nachher dann, ich habe Mauer gelernt und bin nachher dann so halbe Zeit auf dem Bau gesehen und die andere Zeit auf der Bühne und habe mit der A Cappella-Gruppe gesungen. Und habe eben zu mir mein Zeug geschrieben gehabt. Ich wusste, das wird irgendwann dann schon, ich wollte mal meine eigenen Songs mit denen auftreten und so. Mhm. Und dann ist das irgendwann, also bei mir so nach 4-5 Jahren A Cappella, die Show, das ist immer das Gleiche. Und wenn nicht du selber der Chef bist, dann kannst du halt nicht selber das Zeug entscheiden. Und das ist etwas, was ich immer wollte, die Freiheit hat, zu sagen, ich mache jetzt das. Und ich gebe noch viel mehr Energie rein und dafür erhoffe ich mir, dass viel mehr zurückkommt. Und manchmal ist man halt so ein bisschen gelähmt, wenn mit vielen Leuten zusammen ist und nicht alle im gleichen Strick ziehen. Das ist mega schwierig, als verpufft sie von Energie. Mhm. Und dann ist so klar, jetzt muss ich es einfach wagen. Und hat dann irgendjemand gesagt, ich mache noch die Polierschule auf dem Bau. Und dann ist das wie so abgehakt und dann höre ich auf zu arbeiten und mache noch ein Jahr Alive. Und nachher dann wie die Rockstar. Also du hast schon so ein bisschen einen 3-Jahres-Plan gehabt. So. Ja, mein Ziel war immer, gewesen, bis 30 muss ich arbeiten, sonst höre ich auf, sonst mache ich etwas anderes. Wirklich? Ja. Bis 30 muss ich Plattenvertrag haben, sonst mache ich etwas anderes. Oder muss ich von der Musik leben. Und wie alt bist du, als du das entschieden hast? 16. 15. Ja, dann habe ich am Uhr gelernt. Ich habe wie so einen Beruf gebraucht, wo gut verdienst. Ja. Yeah. Und in der Lehre, verdienst du nicht extrem viel Geld, außer eben kannst du irgendwie so auf dem Bogen arbeiten. Ich habe im ersten Lehrjahr 1000 Stutz verdient, das ist huere viel. Mhm. Weil Musik ist ein extrem teures Hobby. Equipment ist mega teuer. Wenn du gehst auftreten, musst du den Bus mieten. Also meine,
mit den ersten 10 Jahren verdienst du einfach, nicht 10 Jahre, aber die ersten 5, 6 Jahre verdienst du einfach mal kein Geld mit Musik, sondern du leistest einfach immer drauf. Ja. Das heisst, du musst eben zu irgendwie einen Job holen, das Zeug kannst zahlen. Ja, nee, und darum habe ich das gelernt und habe gewusst, ich wollte irgendwann mal Musik setzen. Ich kenne das von der Comedy, am Anfang ist es auch hauptsächlich investieren, sozusagen. Also, es gibt wenig Situationen, ich glaube, im künstlerischen Beruf allgemein gibt es wenig Situationen, wo du einfach ab Tag 1 gut verdienst, sondern eben du musst, selbst, als ich Moderator gesehen bin, damit du irgendein geiles Event moderieren kannst, brauchst du einen Anzug oder ein Smoking sogar. Und also es fällt dir zum Teil dort schon an. Ja. Und es klingt immer so abdroschen, aber damit du das irgendwann kannst vorbereiten und aufschreiben brauchst, wenn du nicht ein Büro hast oder in einem Büro schaffst, wo es eh schon einen Computer hat, brauchst du auch nochmal einen Computer. Und so weiter und so fort. Und das sind ja eigentlich alles die Investitionen, die sich hoffentlich irgendwann amortisieren, aber wo du ja nie in Rechnung stellst, sozusagen. Absolut. Und man tut am Anfang nicht irgendwie mit dem Rechnen sagen, jetzt investiere ich so viel und so viel und nachher verdiene ich so viel und hole das alles zurück, sondern man macht es einfach, wenn man es mega gerne macht. Ja, sonst würdest du BWL studieren und würdest sicher nicht Künstlerisches machen. Genau. Weil meistens geht ja das eine nicht mit dem anderen zusammen. Ja, eben. Nein, es muss ja, also man kann schon so überlegen, aber dann muss man immer denken, wenn ich jetzt aufhören würde, ist alles, was ich investiert habe, ist weg und es ist okay, dass es weg ist, weil du hast es mega gerne gemacht. Ja. Also, ja, das ist glaube ich bei der Kunst so. Und wenn man Glück hat, dann verdient man irgendwann Geld mit dem. Mhm. Ja, und weg. Also eben, es ist ja dann für etwas gesehen. Ich sehe es immer noch so, dass, weil du es ja in die Kunst investierst, hast du ja auch etwas davon. Erleichst du, dass du es überhaupt kannst und darfst machen, im Gegensatz zu, keine Ahnung, Aktien kaufen oder so. Weil dort habe ich ja nur etwas davon, wenn sich das wirklich rentiert und irgendwann Return on Investment. Ja, außer du hast ein Startup irgendwie unterstützen, wo du mega cool findest, dass sie etwas forschen und dann. Genau. Aber ja, das ist, ja. Wo hast du dir vor, es gäbe Aktien für Künstler? Das gibt's? Wirklich? Ja. Yeah. Fuse heisst das. Das ist ganz neu. Doch. Ich gebe dir mal einen Kontakt. Dann wirst du ein Coin. Ah, warte mal. Ist ja? Und was machst du denn? Das habe ich gerade mal gesehen. Ist der Zug gleich noch nicht drauf? Der Zug ist drauf. Und der Charles ist drauf. Ja. Der Elsie. Eben ich. Wie geht denn das? Erzähl. das ist wirklich noch geil. Also ich bin drauf gekommen, bin nicht rausgekommen. Ist alles auf Englisch. Dachte, kann ich nicht, will ich nicht. Nein, ich bin irgendwie wirklich nicht rausgekommen, was es soll. Sie sind erst in der Testphase. Aber es ist eigentlich eine Art Social Media, wo eben Künstler und Produkte und was weiß ich, Aktien sind, sozusagen. Und es ist ein Blockchain-Verfahren mit einer Kryptowährung. Und zum Beispiel, wenn du jetzt ein Coin wärst, dann kann ich sagen, voll geil, ich kaufe mir im Wert von 100 Franken, kaufe ich mir Coins. Sozusagen Coins. und mit dem habe ich einerseits zum Beispiel, kann ich irgendeinen Benefit haben, also wie bei einem Crowdfunding, dass zum Beispiel, wenn ich eine gewisse Anzahl an Coins von dir habe, dass ich dann zum Beispiel von dir so eine mega geile Schiele kriege. Oder ein Meet and Greet, oder, also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die man dann anbietet. Oder Six Merch. Also, du hast dann auch so Konzerttickets verkaufen mit diesen Coins? Ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil Konzerttickets kriegst du ja sonst. Also die Idee ist eigentlich immer, dass es dann vielleicht etwas ist, was man sonst nicht kriegt. Oder von mir aus Konzerttickets mit einem Early Sale. Oder was auch immer. Also irgendwie halt gewisse Vorzüge, die ich habe, weil ich Coins von dir habe. Ja. Abgesehen davon, dass wenn es bei dir läuft und viele Leute deine Coins kaufen, die Wert steigt und ich dann zum Beispiel wieder kann sagen, ich verkaufe jetzt, weil ist jetzt dreimal so viel wert. Aha, wenn du so einen eingelöst hast, hast du es eigentlich immer noch sozusagen? Oder? Nein, du hast es immer. Auch wenn du es einlöst, das ist einfach wieder ein Zusatz, der Einlöse. So, ich erkläre es viel zu kompliziert, gell?
Ich erkläre es dir mal im Detail. Es ist eigentlich mega simpel. Es sind wirklich einfach Künstler sind Aktien. So. Gesundheit. Von wegen, man hört den Fotograf hier rumlaufen. Da. Wenn ich nüsse, dann wurde das Mikrofon gar kaputt. Sorry. Alles gut, das können wir auspegeln. Dann. Ich stelle mir vor, jemand den Zug hört und denkt so. Jetzt passiert dann etwas. Bam! Also. Nein, was eigentlich noch das Spannende ist, ist eben gerade bei Künstlern oder so, du entdeckst eine Band und die sind noch mega unbekannt, eine kleine Indie-Band und innerhalb von 3-4 Jahren auf einmal explodieren die. Und dann gibt es doch mega viele Leute, die dann so sagen, nee, ich habe die schon toll gefunden, genau, wo sie noch niemals kennt haben. Ja. Ich habe die schon entdeckt. Genau, und mit dem kannst du dann eigentlich wie, hast du eigentlich auch endlich mal etwas davon. Weil wenn ich jetzt eben einen Musiker sehe oder einen Komiker, der noch mega frisch ist, und ich so finde, könnt richtig durchstarten. Ja. Dann kaufe ich vielleicht mal ein paar Coins von dem. So. Und wenn der dann wirklich durchstartet, dann habe ich auch etwas davon. Und wenn du für 100 Franken Coins kaufst von dem Künstler, wie viel gönnt ihr noch den Künstler? 40. Nein, 85 glaube ich. Muss noch mal anschauen. 85. Das ist 85%. Es geht auf so Transaktionsgebühren. So. Und du kannst nur, oder kannst du mal das Zeug aufstocken dann? Von Coins, oder ist das so? Ja, es gibt immer mal so eine Basis, einen Basisstock. Was ist der? Irgendwie 100.000 oder irgendwie so, 100.000 Coins. Und wenn der dann mal aufgebraucht ist, dann ist er wahrscheinlich aufgebraucht, ja. Aber das weiß ich nicht mal im Detail. Es ist alles ganz frisch. Crazy. Ja, aber es gibt's. Ja, das ist krass. So die verschiedenen, ich finde da... Ich weiß auch nicht, es gibt immer mehr so verschiedene Wege, wo du musst gehen, dass du deine Kunst am Mann bringst und dass du irgendwie kannst Geld daraus machen. Vielleicht habe ich auch nur das Gefühl, aber ist mir nicht früher einfach, haben seine Kunst gemacht und sind die Leute geschaut und haben es gekauft und nachher sind es... Gut, vielleicht haben wir früher schon Mittel gebraucht und Wege gesucht, die anders sind. Früher noch... Du hast vorher gerade gesagt, wenn ich bis 30 einen Plattenvertrag habe. Ich meine, meiner Meinung nach wird ja ein Plattenvertrag immer wie weniger wichtig. Ja, krass. Das ist nicht unwichtig, aber du kannst jetzt eben mittlerweile andere Wege gehen im Eigenvertrieb, wo du kein Plattenlabel brauchst. Aber da bin ich recht konventionell. Ich habe das Gefühl, um an die grosse Masse zu kommen, wenn du einen Partner hast, der so verstrickt ist oder so gross ist wie die zwei Labels, die grossen, kann das schon extrem helfen. Und es nimmt mega viel Arbeit ab. Nein, das ist eh klar. Also weißt, das ist ja mit allem so. Das ist ja mit einer Agentur so, mit einem Management, mit einem Booking. In der Theorie geht alles selber. Aber natürlich, wenn du die Leute hast, die an der richtigen Ort eben die richtige Arbeit machen, dann geht es ringer. Ja, nämlich mein Beispiel. TikTok. Ja. Ich habe mal die SRF-Doc geschaut, von denen, wo es um Junge gegangen ist, in diesen Social Media. Und da ist ein Typ von Bern. Und der ist extrem bekannt, TikTok. Und die Jungen, die können den alle. Das ist mega crazy. Aber der kann nichts. Also nichts. Das ganze Leben. Aber der macht keine Kunst, außer sich föteln. Okay, ich kann die Leute sagen, das ist auch eine Kunst, aber. Wie soll ich das sagen? Das ist keine ausführende Kunst. Der tut nicht Schauspieler, der macht nicht Musik, der erzählt keine Witze oder erzählt irgendetwas, wo man sich darüber Gedanken machen kann oder so, hat keine politische Meinung. Er ist einfach. Irgendwie. Und geht mega ab. Das finde ich noch krass, dass das möglich ist. Ich habe einen Beitrag gesehen von irgendwelchen Social Awards in L.A. Und das ist niemand kennt, oder was? Nein, das sowieso nicht. Logisch nicht. Aber TikTok ist, glaube ich, gerade noch nicht so trendy gewesen, sondern noch Musical.ly. Hast du das noch gekannt? Ja. Sagt mir Musical.ly. Also es ist irgendwie Musical und dann .li oder irgendwie so. Jetzt doch, weiß auch nicht. Also, und dort hast du irgendwie auch einfach so Songs mit deine Lippen bewegt. Und genau. Bla, ne? Die ist irgendwie 14 gesehen. Die ist mit 5 Bodyguards rumgelaufen, hat 18 Millionen Follower auf dem Musical.ly. Ich erfinde die Zahl, es hätte 3 Millionen können sein oder 50 Millionen, ich weiß es nicht mehr. Aber sie hat auf jeden Fall sehr viele Millionen Follower.
Und kann dort keinen Schritt laufen. Und sie ist 14 und die hat nichts anderes gemacht, als oft ihre Lippen bewegt zur Musik von anderen Menschen. Das ist so ihr Job gewesen. Und natürlich sind das die absoluten Extremfälle. Aber ich weiß noch, wie ich vor, was ist jetzt mittlerweile, auch sicher 10 Jahre, wenn nicht sogar noch länger, hier in Zürich, im damals noch Abart, eine Band schauen namens Boys Avenue, wo nur durch YouTube-Videos bekannt worden sind. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die ein Label hinter dran haben, irgendwann, sicher. Aber es ist ja etwas anderes, wenn du etwas machst und du hast so einen Kanal. Aber das meine ich eben. Darum meine ich ja, dass heutzutage hast du sicher viel mehr Möglichkeiten, hast natürlich auch viel mehr Schwierigkeiten durch das. Aber auf der anderen Seite ist es möglich. Natürlich ist es einfacher mit gewissen Hilfsmitteln, aber ist es möglich, ohne Hilfsmittel etwas zu erreichen, sage ich jetzt mal. Und früher, ich sage jetzt vor 50 Jahren, als Musiker, hast du nie so einen Plattenvertrag gehabt, sonst hast du gar keine Möglichkeit gehabt. Ist auch schwerend. Ich meine, das, was du sagst, dass man sich verstrickt, also man muss eigentlich social-media-mässig hure parat sein, zum durchkommen. Ja. Yeah. Und das hast du früher nicht gebraucht. Du musst musikalisch hure parat sein, zum Beispiel zu der Musik, zum durchkommen. Und das ist jetzt so. Ich habe eine steile These. Ich sage, musikalisch ist die Qualität von richtig, richtig populärer Musik, ist die Qualität heutzutage wieder höher als vor 15, 20 Jahren. Weil sich viel mehr wieder aufs Live-Business konzentriert, brauchst du jetzt auch Menschen, die live können bestehen. Kannst du alles Playback machen? Und Show, also... Also ich bin also mal letztes Mal so einen Post gelesen vom Gitarrist von Toto. Der hat, Toto ist ja die Band, die alle Alben eingespielt hat. Ja. Yeah. Das war so eine Studioband. Und der Typ hat alle Gitarren von... Und dann aber selber noch was Songs. Selber auch noch, genau. Und da hat sich mega enerviert darüber, dass man heute, dass heute viel zu viele Leute können Aufnahmen machen und wegen dem viel zu viel Scheiß gibt. Ja. Yeah. Und das ist halt so die alte Garde, die ich jetzt auch nicht teile. Ich glaube, es ist schon cool, dass es einfacher ist, Kunst zu machen und das zu spreaden und das irgendwie rauszugeben. Das finde ich eine schöne Bewegung. Aber es ist schon krass, findest du einfach auf Band aufgenommen und wenn es nicht gut war, hast du das ganze Scheißband einfach vorgerührt. Und dann bist du nicht mit der Band reingegangen, die können spielen. Und heute passiert, also das gehörst du öfter, dass Bands, ich denke, die nicht können zusammenspielen können. Yeah, yeah. Weil sie einfach das programmiert haben und dann ist so, dann bist du live top oder flop, also es geht irgendwie nicht. Und ich glaube, darum ist viele Sachen, die aufgenommen werden, nicht wirklich gute Musik, sondern von guten Programmierer. Ich meine, Avicii macht es vor. Hat es vorgemacht. Er hat es vorgemacht, ja. Vorgemacht. Und ist auch nicht... Gut, aber du hast ein Musik-Nerd gesehen, trotz allem. Mega. Aber und live... Und ja zum Beispiel Armin van Buuren. Kann ich nicht. Das ist ein holländischer DJ-Gott. Okay. Mega erfolgreich. Der ist voll tief in der klassischen Musik drin. Und ist irgendwie mit dem geht er dann und programmiert Zeugs und natürlich macht er dann auf DJ-Sets. Und das ist für mich nochmal ein anderes Business. Ich meine zum Beispiel, ich habe mal Britney Spears live gesehen. Und das ist natürlich eine bombastische Show, aber mit allem Verlaub, die hätte jetzt nicht viel können. Wahrscheinlich hätte sie sogar gut können singen, aber man hätte sie nicht lassen. Sondern sie hat immer müssen das... Sie hat immer müssen so singen, oder? Und dann sehe ich Dua Lipa und mittlerweile bin ich recht Fan, weil ich sie eben mal live gesehen habe. Und dann muss ich sagen, natürlich ist da der riesige Zeug drumherum mit irgendeinem Personal Trainer und irgendeinem Showproduzent, wo natürlich genau weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und wahrscheinlich sogar noch irgendein Spruchtrainer etc. Aber die performt dann Vollgas. Aber Madonna hat auch nicht können singen. Hä? Madonna hat auch nicht können singen. Das ist sicher vor 80 Jahren. Ob man nicht da behaften. Aber Madonna ist zeitlos. Das gibt es ja sowieso immer. Und ich meine, von diesen Boybands, ich meine, NSYNC, Justin Timberlake, ist ein Riesentalent. Yeah. Also weißt du, wo bei einer Boyband mitgemacht hat, du kannst sagen, oh mein Gott, das ist so Hüpftüten, wo irgendwie gut aussehen und irgendeinen Song
singen, die sie bekommen haben. Mhm. Am Ende ist ja, das ist ein Tier, yeah, finde ich, was er so sonst macht. Das stimmt. Eben, ich glaube, es ist durch das nicht unbedingt schlimmer geworden. Die Qualität ist nein, ich glaube auch. Es ist eben, halt, weil Filme Aufnahmen machen können, ist halt einfach das Feld noch viel grösser geworden. Ja, aber das ist ja mit allem. Also eben, nein, ist mir einfach, dass du vielleicht früher erlebst, dass du rausgekommen bist und hast einen Plattenvertrag bekommen, hast du gedacht, du musst ein guter Musiker sein oder halt etwas Krasses aussagen wie Madonna. Mhm. Also weißt du, wo so... Und heute hat es so viel, also wir finden gar nicht mehr durch. Und durch das müssen die Leute noch mehr auffallen und noch dümmer tun und noch irgendwie so nicht. Nicht. Ja, aber ich finde das auch etwas Schönes am Ganzen. Dass eben, du hast eine Chance, auch wenn dir nicht die Chancen von extern gegeben werden. Also, Ich habe angefangen mit Stand-up, wo noch keine Sau Stand-up gemacht hat in der Schweiz. Das stimmt nicht keine Sau. Der Zuko hat schon Stand-up gemacht, das hat schon die erste Welle gegeben mit Elsener. Hat nicht wirklich Stand-up gemacht, aber es hat einfach schon ein bisschen so... Was ist denn der Unterschied frische zwischen Komiker gegeben? Comedy-Show und zwischen Stand-up? Ja, also Comedy ist so wie der Dachbegriff, ist wie Musik, oder? Und Stand-up ist halt eine Kunstform davon. Was hat denn der Rima gemacht zum Beispiel, der Sketches gemacht? Ja, der Rima hat bis alles gemacht, ja. Der Rima hat natürlich mittlerweile auch längere Stand-Up-Teile, wo wirklich auf Stand-Up ist im Grundbegriff eigentlich auf ein Mensch, ein Mikrofon. Ja. Und er hat dann aber ja zum Teil auch noch wirklich Figuren gespielt mit eben Sketch-Comedy, wo es heisst, in dem Marco Cello ist fast nur Sketch gesehen. Also, ja, ja. Jetzt fängt die Szenen an und dann hört die Szenen auf. Ja. Oder? Slam-Poetry, auch eine Kunstform, innerhalb von 5 Minuten tust du einen Text performen. Und oft tust du den Text sogar lesen. Also du hast wirklich den Text geschrieben und der ist auf das konzipiert, dass er in 5 Minuten funktioniert. So. Also es gibt dort ganz viele unterschiedliche Bereiche. Darum finde ich zum Beispiel auch Wettbewerb im Comedy-Bereich scheiße. Mhm. Weil das wäre eben wie wenn du einen Musikwettbewerb machen würdest. Was ja extrem viel gibt. Ja, aber... Also schon die ganze Bewertung von, welches Album ist gut und welches nicht. So. Ja, und dann tritt ein Schlagersänger gegen einen Jazzpianist und eine Rockmusikerin. Und, also weißt du, was ich meine? Es ist dann so unterschiedlich und das probierst du irgendwie gegeneinander aufzuwiegen und zu bewerten. Das ist irgendwie mega absurd. Und darum, sage ich, Stand-up ist einfach... Damals ist Comedy noch nicht so... mega rumgesehen und vor allem Stand-Up ist eben eine Kunstform, der Zuko hat es gemacht und sonst vielleicht noch 2, 3, der Guy Landolt, Midi Gotte, so. Und da hat man jetzt nicht gerade den klaren Weg gesehen. Wenn du jetzt heute anfängst mit Comedy, dann gibt es einen klaren Weg, wo du siehst, dann kannst du sagen, ich mache sicher dort mit, ich probiere in die Sendung zu kommen, ich gewinne hoffentlich sogar den Wettbewerb, so. Und dann bist du auf einmal so ein bisschen im Gefilde drin. Ja. Und darum bin ich irgendwie auch ein bisschen Verfechter von dem. Es ist möglich, wenn man sich einen eigenen Weg kreiert, sage ich mal. Und das ist vor 20, 30 Jahren nicht möglich gewesen. Unterhaltung grundsätzlich. Vor 30 Jahren hast du irgendeine Samstags-Oberkiste moderieren oder gar nicht. Und jetzt kannst du extrem in Nischen gehen und kannst eine kleine, lustige Sendung machen, die eben diese Nische bedient. So. Und ich finde das irgendwie noch geil. Ja, okay. Schreib mir das auf. Jetzt habe ich viel geschwätzt, gell? Jetzt hätte ich echt so ein Gutschen können essen. Das war jetzt ein Moment gewesen. Hat schon mal gesagt. Man hat gesagt, man darf nur Gutschen essen, wenn jemand lang schwätzt. Ja. Und jetzt so weit. Jetzt hättest du können. Nein, aber mir geht es auch gar nicht ums Business, sondern was ich bei dir wirklich geil finde, ist, ich bin ja auch schon geschaut im Bierhübeli. Ja. Und was ich bei dir geil finde, es ist Vollgas mit mega viel Power, aber es ist nicht auf Show-Effekt trimmt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also es ist schon das Ziel. Hä? Es ist schon das Ziel. Eben, es ist sicher auch eine bewusste Entscheidung. Also ich liebe es eigentlich, wenn es klopft und tätscht. Finde ich auch hure geil, wenn so Konfetti kommen und so. Aber so mich jetzt gross verkleiden oder so Szenen machen oder so, das fände ich jetzt nicht. Mhm.
oder bewusst irgendwie Heimatgefühl schüren oder irgendwie so, das finde ich so. Das wäre einfach nicht ich. Mhm. Ich glaube, es gibt mega viele Sachen, die man auch so kann mit den Leuten teilen und sie checken die Botschaft und sie finden es cool und sie können sich auch wieder sehen in vielen Themen, weil das Leben besteht aus so vielen verschiedenen Sachen. Und ich denke einfach immer, die Leute kommen an Konzerte und wollen eine gute Zeit haben und sie wollen positive Energie. Menschen sind schon genug. Das hört man immer, ja, wenn die Zeitung ist, ist es voll von negativ. Aber es ist ja so, weil die Leute irgendwie scheinbar auf das abfahren oder die Zeitungen finden, dann können sie mehr lesen. Und ich glaube, irgendwie, die Leute haben einfach haben gern oder ich hoffe, ich kann das den Leuten bieten, dass sie irgendwie mit einem guten Gefühl von den Konzerten gehen und sagen, ah, das ist wirklich gut da, wieder mal so. Weil schlussendlich, eigentlich geht es uns sehr gut da. Also, auch mit dem, was jetzt gerade passiert ist oder am Passieren ist. Es geht uns immer noch mega gut. Ich meine, auf der einen Seite kannst du sagen, kannst immer schauen, was in den anderen Ländern passiert, wie sie mit dem umgehen. Und auf der anderen Seite, das ist ja nicht so schlimm, es ist kein Krieg. Also es ist irgendwie, du bist nicht bombardiert. Es ist einfach so das Ding, wo du mit umgehen. Und darum finde ich auch die Lage momentan eigentlich, hey, es betrifft alle und es ist gleich gut. Ja. Kommen da Konzerte und haben eine gute Zeit. Und gehen raus. Ich habe letztes Mal gehört, dass mega viele Leute, also dass man das Gefühl hat, in den letzten Jahren sind hat es viel mehr Leute in ein Konzert gegangen und sind Shows und sind rausgegangen und haben Kultur genossen. Und das finde ich eine mega geile Bewegung. Also logisch, wir machen das. Aber ich glaube, es gibt die Leute auch, sind nicht mehr so der Heimhocker. Wir schauen halt nicht mehr einfach daheim am Samstag über Fernsehen, sondern geht etwas raus und macht etwas draussen. Genau. Kombiniert mit so die Leute in der Schweiz gehen immer mehr, wenn auch für Russen sein, gehen irgendwie, sind länger auf, sind irgendwie draussen den Kaffee und genießen einfach so ein bisschen einfach das Leben und es geht auch. Also es ist und das hat man ja jetzt auch gemerkt, dass genau wo das nicht rum war, dass die Leute es auch vermisst haben und auch mega haben wollen haben. Das ist schon ja, so. Wir haben so Videos gemacht, meine Frau und ich, über Facebook und Insta. Also ein Livestream und das ist crazy gewesen. Also die Leute haben wie so Musik aufgesogen und gesucht. Wir haben bei einem hat's auf Facebook 120'000 Leute, kannst du schauen, wie viele Leute das erreicht hat. 120'000 Leute erreicht. Also, ja. What? für das du schnell ein Video gemacht Gitarre, hast. Gitarre, ja, einfach live, also mit der Gitarre. Und haben wir ein paar Lieder gesungen. Also nicht nur von mir, sondern einfach sonst ein paar Lieder gesungen. Ja. Und die Leute sind so. Ich glaube, wenn du eine Musik nimmst oder einfach überhaupt Kunst, das ist etwas mega Schlimmes, weil es gehört wie auch dazu. Das ist so. Das ist jetzt aber auch ein bisschen das Problem gewesen, dass es hat Diskussionen gegeben im Musikbereich, weiß nicht, wie fest das betroffen hat, dass man während der Zeit quasi gratis seine Kunst angeboten hat. Ja. Und nachher muss man aber wieder irgendwie in der Trotte, also eben nicht in den Trotz, sondern wieder in den Modus reinkaufen, wegen jetzt muss ich aber auch Geld kriegen dafür und gewisse Menschen das dann ausnutzen und sagen, ja, du hast es ja gratis gemacht, jetzt kannst du doch einfach einen halben Preis und wir haben ja eh alle Krise, aber komisch wissen ja dann die Eintrittstickets nicht halben Preis. Ja. So. Nein, das habe ich auch bei den Videos immer gesagt. Ich habe gesagt, das ist gratis, das ist jetzt, wir sind alle daheim, es verdient momentan nicht mehr Geld, wir auch nicht, aber mega wichtig ist, dass wenn wir wieder draußen sind, dass sie wieder an Konzerte kommen, nicht nur von mir, sondern auch von meinen Kollegen, dass sie wieder rausgehen und wieder Geld ausgeben, das ist mega, sonst läuft das nicht. Ja. Und ich glaube, also, ich würde jetzt behaupten, dass die Leute, die Kunst kommen zu hören, eh auch ein bisschen so stricken. Es haben sogar, unsere Leute haben sogar Geld überwiesen für die Konzerte. Wirklich? Einfach so, und ich kann gar nicht wählen. Ja. Und einfach so irgendwie da 50 Stutz mit so einem Geld gefunden. Das, okay, danke, aber das, also weißt du, und ich glaube, die Leute sind da bereit, etwas, die meisten wissen ja, dass jeder Künstler muss von dem leben muss. Und ich glaube, vielleicht bei der Musik ist es noch viel mehr diskutiert als beim Stand-up, aber bei der Musik wissen die Leute, Spotify gibt kein Geld, sie das nicht mehr verkauft, Werbung gibt es eh nicht als Mundart-Musiker, irgendwie das große gross Werbung machen, was erstens bei vielen Brands gar nicht willst machen. Was für deine Wertungen nicht stimmt. Und die andere Seite, meistens sind das so internationale oder schweizweite, wo dann halt jemand will,
wo alles sprechen kann, oder? Auch Italienisch. Oder wo irgendwie... Hast du jetzt jemanden bestimmt im Kopf? Nein. Und nachher bleibt einfach noch Konzert. Und das ist ja wie so ein offenes Geheimnis. Und sagt, wenn das Video so geht, also wir können das machen, können Konzert machen, Musik geht, dann wenn einfach ein Konzert kommt, einfach einen Eintritt zahlen. Und irgendwie... Ich bin mega, mega froh, dass ich so das Publikum habe, das macht. Yeah. Und vorbereitet ist, 40 Stutz zu zahlen oder noch mehr für das Konzert zu kommen. Und das sehen wir jetzt haben sie so mega viel... Ja, halt durch das ganze Corona jetzt irgendwie so Duo-Shows gegeben, die ganz kurzfristig gekommen sind. Und yeah. Bin mega happy, dass die einfach auch gut verkauft sind, obwohl die Ticketpreise teuer sind und du die Kunst nur im Duo überkommst zum Beispiel. Mhm. Aber irgendwie, ich glaube, die Leute wollen wieder etwas machen, wollen wieder irgendwie Musik oder einfach rausgehen und sind bereit und wissen halt, was der Stand der Dinge ist. Also, ja. Und bei dir wird es nicht anders sein, oder? Ja gut, Sommer ist nie wirklich eine Comedy-Saison. Weil, aber es ist ja schon im März. Wann war Lockdown? Ja, aber eben im Sommer hast du ja wieder können. So meine ich. Im Sommer hätte man wieder können Shows organisieren und dann hat es ein paar so... wirklich zum Teil Schnellschüsse geben, wo du findest, das bringt sie eigentlich auch nicht. Und eben im Sommer hast du sonst nicht so geplant, weil Festivals hast du im Sommer mit Musik. Ja. Aber Comedy, im normalen Leben. Im nicht 2020. Und im Comedy-Bereich hast du das eigentlich nicht so. Da hast du nicht so viele Aussen-Events oder Comedy-Festivals. Hat zum Beispiel, was hast du gesehen? Ich glaube, ist das Heitere gesehen? Das Heitere hat eine Zeit lang noch eine Comedy oben gemacht. Mhm. Ja, dann haben sie irgendwann auch nicht mehr gemacht. Stimmt. Also irgendwie, es funktioniert halt einfach nicht ganz so gut. Also du siehst jetzt zum Beispiel, was die Amis erst jetzt lehren, weil die haben noch nie große Aussengeschichten gehabt, weil in New York hast du so viele Comedy-Clubs und Theater für die grossen Künstler. Gibt es keinen Grund, jemals eine Outdoor-Show zu machen. Und du hast die ganze Infrastruktur und alles immer schon ready. Und jetzt wegen Covid, es gibt ein Video, das heißt Park Normand. Und das ist von einem Komiker, der heißt Mark Normand. Und der hat sich gefilmt, wenn er halt drei verschiedene Comedy-Events, an drei verschiedenen Comedy-Events auftritt im Central Park. Weil jetzt halt alles muss draußen sein, oder? Und ich habe dann auch einen Artikel gelesen vom Vulture Magazine zu dem Thema, wo sie halt wirklich einfach so ein bisschen die Kritik geben, warum Comedy draußen nicht so gut funktioniert. Und das ist halt aus verschiedenen Gründen. Aber, im Normalfall bist du gern, als Zuschauer, bist du gern im Dunkeln und ein bisschen versteckt, damit du auch befreit kannst lachen. Weil zum Teil ist es ja vielleicht etwas, wo du jetzt nicht gerade... willst, dass alle dich sehen lachen. Daheim vor dem Laptop, wenn du YouTube schaust, kein Problem. Aber gerade zum Beispiel Firmenanlass. Das ist ja mega oft, wenn der Chef lacht, dann darf ich auch lachen. Oder, oder auch eben bei der Musik, wenn der Chef tanzt, ja, dann ist es okay, dann können die anderen auch tanzen. Oder die Chefin natürlich. Und in dem Fall ist schon mal ist hell. Danach hast du nicht die, wie will ich sagen, die ein bisschen Enge, die es auch braucht, dass ein Raum wirklich sich mit Lachen füllt, weil das Lachen geht ja dann einfach ins Nichts. Und darum... Hat der Mario Barth so ein riesen Ding gemacht? So Olympiastadion. Ja. Und hat das nachher nicht mehr gemacht? Ist das so einmalig gewesen? Ja, das machst du einmal für den Rekord, in seinem Fall. Das ist ja privatisiert. Du bist im Guinness-Buch der Rekorde. Du bist einfach allein und verkaufst 5000 Tickets oder so. Ja, also ich weiss nicht die exakten Zahlen, aber ich sage jetzt mal so, nicht jedes Ticket ist verkauft worden. Das Stadion ist voll gewesen, aber nicht jedes Ticket ist verkauft worden. So. Und das machst du eben, das machst einmal, weil, wie sie auch Kollegen in der Schweiz erzählen, wenn du dann in eine größere und noch größere und noch größere Venue gehst, dann musst du irgendwann, hast du den Zeitpunkt, wo du eigentlich möglichst alle Menschen musst mobilisieren, damit sie dort ankommen. Aber du willst ja dann auch noch die nächsten drei Jahre, dass Leute wieder an irgendwelche Events kommen. Und wenn du das in so eine absolute Klimax steigern lässt, wie kriegst du das überspielen? Ja, wie kriegst du dann wieder zurück, dass du dann auch wieder in den normalen Venues, dass du 50 Mal im Jahr kannst spielen, 100 Mal im Jahr kannst spielen, anstatt einmal der Grosse. Also, es sind verschiedene Arten und Weisen, das anzugehen. Aber eben gerade so,
Mario Barth, der hat das dort gemacht. Kevin Hart spielt riesen Arenen. Der hat ein Footballstadion in Kevin Hart hat nicht der Britney Spears-Typ Kevin Hart geheißen. Nein, der hat Kevin Federline hat er geheißen. Fast gleiche. Ja. Yeah. Kevin Federline, das war der Tänzer. Gewesen. Wow. Ja. Gut. Aber das ist. Ja, das finde ich auch in der Musik erstaunlich, wie es wird ja dann zum Teil nicht besser, wenn es grösser wird. Absolut. Absolut. Wie oft hörst du von Menschen, die sagen, ah, ich hätte so gern wieder mal. Meine Hosen sind ja bekannt dafür. Natürlich spielen sie riesen Arenen. Und dann machen sie aber wieder mal ein Konzert in einem Estrick in Bern. Oder spielen hier irgendeinen 100er Raum, wo einfach irgendwie. Du erlebst es anders. Es ist näher, es ist intimer. Und das ist bei Comedy im Aussenbereich ist das oft das Problem. Mhm. Oder? Weil es verpufft alles. Die Energie verpufft, Lachen verpuffen. Es ist zu breit. Du brauchst eigentlich einen kleinen, dünnen Schlauch für Comedy. Theater. Also es gibt. Kennst du Hollywood Bowl? Ah, mal. Da bin ich mal gesehen. Ja. In Los Angeles, wo unten dran gespielt wird und du schaust rauf. Ja, also es ist so ein Halbkreis. Ja, genau. Das sind halt Symphonieorchester genau. Und so drin, oder? Und da bin ich letzten Sommer gesehen und bin ein Konzert geschaut, Death Cab for Cutie. Und bin fasziniert gesehen, weil der hat Platz für, glaube ich, 13.000 Leute oder sogar 15.000 oder irgend sowas. Es hat aber eine Intimität, die ich noch nie erlebt habe. Und dann denke ich, das Hallenstadion ist gleich groß und hat gleich viel Platz. Und dort hast du das Gefühl, oh mein Gott, das ist so unpersönlich, es ist so groß. Und das hat halt irgendwie auch damit zu tun, wie die Struktur ist von dem Ganzen. Und also, jetzt müssen halt alle googeln, wie Hollywood Bowl aussieht. Aber es ist halt wie so ein altes Amphitheater mit so einem Halbkreis eben vorne und es geht so drauf. Und es hat eine mega intime Stimmung, obwohl 13.000 Leute dort hocken. Aber kommt sicher darauf ab, wer spielt wegen Intimität. Sicher auch. Ich habe es mit Ed Sheeran gesehen im Hallenstadion und habe das extrem intim gefunden. Oder Mumford & Sons habe ich auch intim gefunden. Ja. Und sonst irgendwie. Ja. Und sonst hast du niemanden intim gefunden. Ich habe niemanden intim gefunden. Aber im Team? Nein. ja, nein. Was hast du schon im Hallstadion gesehen? Das war gar im Hallstadion gesehen. Aber wieder, ich glaube ja, wenn wir. Also, das hat schon noch ein bisschen mit dem zu auf der Bühne stehen, oder nicht? Natürlich. Vielleicht auch nicht. Auch. Also für mich zum Spielen, ich finde schon, bei grossen Sachen, letztes Jahr haben wir Heiter und Gampo gemacht und das ist einfach halt hure geil, wenn die Leute vorne abgehen. Es ist so eine riesige Masse und du kannst halt spielen und du weißt, jetzt kommt ein hure Brett voraus. Und die Energie, die verpufft dann nicht, kommt einfach sogar zurück. Es ist so ein Aufschaukeln, das ist mega geil. Und dann wiederum gehst du Konzert, gehst zum Beispiel in eine Mülli Hunziken, wo wir jetzt im November sind und dort ist so bis vierstöckig und die Leute schauen oben runter. Rubige, ja. Mhm. Und das ist irgendwie so, als würdest du dir die ganze Zeit ins Zimmer reinschauen. Also das ist mega krass, aber dann lässt du die Hose und dann füllst du ab und das ist ein ganz anderes Erlebnis. Aber es ist schon geil zum Spielen. Mega. Weil ich habe immer Bilder gesehen von denen und ich habe immer gesagt, ich will mal den Stand-up machen. Und dann haben wir auf der Siebensicher-Tour es angekriegt. Und jetzt probiere ich natürlich dort irgendwann Solo zu spielen. Und ich finde es oft vom Raum her, eben das ist Intimität, oder? Mega. Also Raum her und das ganze Team. Ja. Also das ist mega toll. Und die ganze Einrichtung und das ist einfach, das ist das Konzertlokal. Das ist so. Das ist auch gewachsen, wenn du dahinter am Backstage siehst, wo alles dort schon gespielt hat. Seit 50 Jahren oder so. Wie lange gibt es die Mühle? Ich weiß nicht, ob so 78. Nein, jetzt 50 Jahre. Sind immer die Streifen, es sind genau, so farbige Streifen. Genau, gespielt hat. Ja, genau. Ja, das ist mega, mega toll. Was ist so location-mäßig das Geilste zum Spielen? Also ich meine, du hast ja schon im KKL gespielt und so. Das ist sicher das Highlight, das KKL. Ja. Einfach, das ist auch etwas, was mega gross ist, das ist weniger intim, aber es ist halt
das tönt einfach unglaublich crazy und das weiß man wie. Und mit dem Orchester zusammen war es eh etwas mega Spezielles gewesen. Und daheim. Ja. Und das Kackerl ist halt immer so, ich weiß auch nicht, ich bin noch nicht so alt, als das Kackerl gebaut wurde. Und dann hast du gewusst, wow, jetzt wird ein riesiges Konzertlokal gebaut. Und es war so immer der Medien gewesen. Und am Anfang hat es rendiert und es ist mega subventioniert worden. Und das Kackerl hier, Kackerl da. Und dann gibt es so Konzerte, wo die Leute von der ganzen Welt anreisen. Und es ist, man sagt, es ist einer der bestklingendsten Säle von der ganzen Welt. Mhm. Das ist einfach der Shit, oder? Yeah. Und dann spielt man selber dort viermal so. Okay, geil. Das ist schon wirklich krass. Aber ich weiß auch nicht, es kommt so mega darauf ab, ich kann auch gerne kleine Sachen. Also 1000 Leute. Nein, ich finde zum Beispiel, ich weiß auch nicht, charmmässig gibt es vielleicht nicht, aber zum Beispiel Kollerhalle ist auch so fast ein bisschen so zu einem Daheim geworden. Ja. Dort spielen wirklich sehr, sehr viele Affen und irgendwie ist es ein gutes Team und es ist einfach die Grösse mit 1000 Leuten, ist gerade so, ab dort fällt es an, wo es dann langsam irgendwie sich ein bisschen verflattern sozusagen. Aber bei 1000 kannst du noch jeden sehen von der Bühne. Ja. Und das merkst du, und es hat auch gleich wirklich eine richtige Energie. Oder 1000 Leute, das sind ein paar. Mhm. Das ist wirklich toll. Und halt so die Ehrwürdige, also wie ein Bierhübeli eben. Ich meine, das ist, da gehst du einfach so gut spielen. Dort habe ich vorher eine schlaflose Nacht, weil ich einfach denke, oh, das ist ein Bierhübeli. Obwohl es einfach eigentlich mega blöd. Es ist genau das Gleiche wie an die anderen Konzerte. Du hast Leute, die deine Musik hören wollen. Passt da, du gibst dir das Beste. Aber das Bierhübeli hat so viele Bands schon gespielt. Eben, und irgendwie, es ist Bern und so. Du verbindest ja dann eben auf einmal mit immer den Gedanken, wer schon auf dieser Bühne gestanden ist. Ja. Ja. Es gibt schon einen anderen Respekt. Ja, schon. Ja, und dann die Jür, so zehn, das ist halt einfach, aber alles, was halt irgendwie daheim ist, das ist schon schön. Spürst du das denn auch? Spürst du denn, dass du daheim spielst? Ja, schon. Ja. Für Leute, die man halt kennt. Ja, logisch. Ich habe sogar das Glück, dass zum Teil Freunde und Kollegen kommen gelassen. Und sogar das Billett gekauft. Die gibt es noch, gell? Die gibt es tatsächlich. Und irgendwie, manchmal merkt man schon. Und es ist halt, ich habe es vorhin gesagt, ich habe wirklich ein mega das Glück, ich habe sehr treue Leute, die immer wieder kommen. Mhm. Und es gibt die sind seit 5-6 Jahren, kommen die einfach zweimal im Jahr ins Konzert. Und die sieht man dann halt. Wenn man am gleichen Ort weiss, ah, die kommen wahrscheinlich wieder ans Konzert, kommen sie wieder. Das ist mega schön. Das ist mega schön, weil dann weiss man, ah, das ist heute da. Das heute ist wie so, heute kommen wir bei dir. Das ist schon cool. Und irgendwie, ja, bei der Jury ist halt da, die ist nicht so hoch und das drückt dann auch so ein bisschen, dann kann es dann heiß werden, oder? Und das ist auch noch geil, wenn es irgendwie so, sind sie richtig schwitzig auf der Bühne. Ja, aber eben die Jury zum Beispiel ist auch so ein Schluch. Ja. Vom Feeling her, oder? Mhm. Aber das Freunde können wir uns sogar zahlen, das ist ja, das ist das Geile. Nein, aber das ist ja das Geile, wenn du eben etwas anfängst, künstlerisch, wo jemand muss Geld zahlen dafür, dann schaffst du es ja, dass am Anfang eigentlich alle Freunde und Familie kommt. Ja. Aber die kommen einmal. Und danach kommen sie lange nicht mehr. Dann musst du schauen, dass sie irgendwann wiederkommen. Ja. Und irgendwann, wenn sie wirklich gut läuft und man Glück hat, kommt der Moment, wo nicht mehr Freunde und Familie kommen, sondern immer wie mehr Menschen, die man eben nicht kennt. Ja. Sie kommen trotzdem. Ja. Und eben kaufen ein Ticket. Und voll. Und also eben, aber was ich nie gemacht habe und auch immer nicht mache, ist irgendwie Leute zu sagen, ja, musst du mal um ein Konzert kommen, das ist mega toll. Das kennst du doch auch, weißt du, so Leute, die sagen, ich mache das und das. Komm mal um ein Konzert, das ist mega toll. Oder komm mal eine Show von mir schauen, das ist mega toll. Gut, ich lade immer Leute ein. Ja, also ja, ich sage immer, hey, wenn du willst, komm, geil, anytime. So, und dann gibt es natürlich, ich mache es extra so, ich zwinge niemanden. Ich sage nicht, hey, wenn Verpflichtung hat. Du bist ja von Bern. Ich spiele am 5. November spiele ich in Bern. Ich lege dir zwei Tickets auf die Seite. Ja? Unter die Teppich, bei deinem Eingang, weißt du, ich bin schon mit dir gewesen. Nein, sondern ich sage, hey, also geil, wenn du in Bern willst kommen, kannst du dich jederzeit melden. Und ich finde, so, das ist immer so die gute Mischlösung, weil die wirklich kommen wollen, die melden sich dann auch. Und die sind dann auch mega herzig, weil oft sagen sie ja dann so, wo kann ich die Tickets bestellen? Oder so, wie sie sich nicht getrauen, einfach quasi die zwei
Gratis-Tickets einzufordern oder so. Ja, man hat einfach auch ein schlechtes Gewissen, weil eben schlussendlich, ich glaube, das ist vielen, ist mehr Leute, ist es bewusst, als mehr das Gefühl haben, dass sie wissen, dass das einfach alles Geld kostet und dass man nicht, dass man nicht selber irgendwie extrem auf einen riesigen Gewinn macht mit dem und irgendwie, es muss alles bezahlt werden, es bist nicht nur du, sondern ich denke immer so, ich habe kein, also am Anfang so ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn irgendwie Freunde ein Ticket gekauft haben. Bei Familie ist es klar, dass meine Familie kommt immer gratis, das wäre jetzt fette wieso nicht. Yeah. Aber bei Freunden finde ich es okay, weil sie zahlen dann nicht per se wegen mir, sondern ich habe noch eine Band von, es sind 6 Musiker, ich habe 3 Techniker, ich habe das Management, eine Booking-Agentur, es sind irgendwie am Schluss, am Abend sind 14 Leute, die Gagen verdienen. Und ich bin nur ein kleiner Teil von dem, blöd gesagt. Und dann, wenn du immer sagst, du kannst gratis kommen, dann ist es einfach schwierig, weil dann sagst du, ja, die anderen sind ja, arbeiten ja auch gratis, aber das stimmt ja eigentlich nicht. Yeah, yeah. Und das denke ich bei jedem, wo ich dann auch eingeladen bin, denke ich immer so, nein, eigentlich ist es scheiße, ich verdiene genug, dass ich mir das Ticket kaufen kann, wenn ich gehen kann. Also erst mal zahlen, wenn ich bei dir komme. Das meine ich ernst. Aber es, weißt, das habe ich vor allem früher noch, mittlerweile ist recht klar geregelt sozusagen. Aber vor allem früher habe ich immer so gefunden, es kommt sehr auf den Deal drauf an. Weißt, wenn ich noch eine Fixgage kriege, dann kann ich vielleicht eher mal ein Freiticket rausgeben. Weil ich habe ja einfach meine Gage, die ich dann eben auch wieder auf meine Leute aufteile. Und nebeneinander, das ist dann so mit Prozentbeteiligung. Also nein, das geht nicht auf. Wenn ich dann ein Freiticket gebe, dann zahle ich das ja eigentlich. Und das sind sich die Leute zum Teil auch nicht bewusst, dass wenn du selber, also selber veranstaltest, aber eben wenn du beteiligt bist an den Ticketverkäufen, wenn du jemanden einladest, dann ist es nicht einfach, ich schenke dir das, sondern ist es eigentlich, ich zahle das für dich. Weil eben genau alle stimmt, die Leute... Stimmt, ja, aber ganz viel eigentlich an dem, was wir verdienen. Genau. Alle die Leute. Also meine Gage geht an das, oder? Genau. Und jetzt mittlerweile ist es eben auch in dem Feld ist es so, ich, mit der Zeit kriegst du ein bisschen Gespür, wem kannst du jetzt eben mit gutem Gewissen ein Ticket schenken. Und bei jemand anderem findest du, ja, eben, wenn du willst kommen, voll easy, komm einfach vorbei. Kein Problem. So. Hey, ich hatte sonst Fragen, jetzt haben wir mega viel so über unser Business geredet. Meinst du, die Leute hören noch zu? Das zeigt, dass du noch keinen von diesen Podcasts gelost hast, weil das ist eigentlich immer so gelabert. Wirklich? Ja. Könnt ihr testen. Die, die es noch zuhören, schreibt ein Mail an marco@kunstmusik.ch mit dem Wort Gelaber. Und dann? Ja, und dann können wir eine Antwort zurückgeben, die irgendwie heisst, was? Du hast mich jetzt zugelassen. Du hast eine halbe Stunde von deinem Leben. Hast du jetzt wieder zugelassen, wo darüber redet, wie schön das ist, Kunst zu machen? ich glaube, das ist ja das, was die Leute aber noch spannend finden an dem Ganzen. Oder vielleicht brauchen sie das zum Einschlafen, einfach da läuft es einfach weiter. Das ist immer ein schönes Kompliment, das ich höre. Ja. Ich bin eingeschlafen, oder was? Nein, ich höre den Podcast zum Einschlafen. Ja, aber ich wäre... Also aber ich verstehe es, weil... sorry, ich schaue meine absoluten Lieblingssachen zum Einschlafen oder los. Also darum, das finde ich völlig okay, aber es klingt halt immer so geil. Ja, ich lasse dich zum Einschlafen. So. Stink, langweilig. Ja. Nein, was wollte ich sagen? Weiß schon nicht mehr. Egal. Aber doch, die Leute hören. Weil, genau, das wollte ich sagen. Ich habe das Gefühl, alles andere kann man oft in irgendeinem kurzen Fernsehinterview oder was weiß ich anschneiden. Aber halt wirklich eben, dass man mal in aller Ruhe über so etwas schwätzt. Das passiert nicht so oft. Und dass es die Leute dann hören können. Das stimmt. Ja. Aber ist dir jetzt zu businesslastig geworden? Nein, überhaupt nicht. Also, ich ertappe mich einfach immer wieder, wenn ich mit Leuten rede von der gleichen Branche, dann bist du immer so am... Aber das machen ja alle. Wenn du vom Bau gewesen bist, hast du immer die ganze Zeit deine kleinen Bauprobleme besprochen. Dann hast du gesagt, ja, aber gell, ja. Ja, die neue Betonbezeichnung habe ich schon noch nicht. Ja, der Architekt letztes Mal, die Architekten. Ja. Und bei uns ist es halt so, eben, jetzt geht es um Tickets und dass die Leute kommen und Corona und ja. Aber es ist halt ein bisschen das, was man dann erzählt. Aber ich finde bei so Sachen, jetzt ist, das stimmt schon, sehr businesslastig gesehen, aber mir nimmt auch die Kunst an sich immer Wunder, weil du bist einer von denen, du tust eine recht hohe Kadenz Songs rausbringen.
Ja, mega. Mehr als ich will. Wirklich? Wirklich? Ja, das ist halt. Mehr als du willst? Das ist, ja, weißt du, als Blödsinn, als Künstler, also weißt du, du machst einfach Sachen und findest sie gut oder nicht. Und hast du, also als Musiker, du machst Songs, dann hast du ein Album zusammen. Und das war jetzt in einer Kadenz von 1,5 Jahren. Und jetzt war es so, ich schaffe das nicht mehr 1,5 Jahre, ich muss 2 Jahre haben für das nächste Album, weil einfach keine Idee mehr hatte. Oder zu wenig Ideen und gefunden, hey, es braucht ein bisschen. Und ich bin jetzt Papa geworden und das Gefühl gehabt, ich muss einfach mal ein Päuschen machen. So. Also Päuschen. Man ist immer unterwegs, man spielt ja Konzerte und macht das und dieses und es fällt noch mega viele andere Sachen an. Und dann war wie so die Entscheidung, ja, darfst aber, also wir müssen dann besprechen und dann ist es wie so, da hat man natürlich einen Partner, einen Plattenfirma, der dann sagt, hey, es wäre echt cool, wenn du willst, wenn Single, wenn du Single vorab rausbringen, einfach das zum, das halt, was mit dem Gespräch bleibt. Heute ist es scheinbar einfach mega schlimm mit, wenn man mal ein Jahr lang nichts Neues draussen hatte, dann vergessen dann die Leute und kommen nie mehr an Konzerte und man geht aber noch. Ist das so? Ja, nein, ich weiß doch nicht. Ich mache mich jetzt ein bisschen lächerlich über das, aber wahrscheinlich, die haben ihre Zahlen und die haben ihre Berechtigung und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin bis jetzt mega zufrieden mit meiner Plattenfirma und darum bin ich auch, gesagt, ja logisch, dann machen wir das, hey, ja. Wenn es irgendwie, ja. Aber ja, ich finde, ich glaube, so alle 2 Jahre ein Album wäre schon das Ziel. Weil ich sehe schon bei Kollegen, die zum Teil, also wenn du nicht bei den Tochter bist, sondern einfach, es ist eine Gruppe, wo du irgendwie, wenn du 3-4 Jahre wartest, dann musst du wieder von vorne anfangen, weil wenn du nicht immer etwas Neues bringst und auf Tour gehst und so, dann es tut sich wie so eine Beziehung, also es ist wie eine Beziehung entstanden mit deinen Fans, die wissen, jetzt kommt etwas Neues, jetzt kommt wieder das, ah geil, jetzt gehen wir in die Richtung, jetzt kommt ein neues Instrument dazu, es ist einfach so ein bisschen, es läuft einfach etwas und das passt irgendwie zu mir und zu meiner Musik und darum ist das cool so. Ja, und vor allem, wenn sich Leute mal an etwas gewöhnen und man das dann bricht, dann ist die Chance höher, sie, also zu verlieren ist das falsche Wort. Natürlich können sie irgendwann wieder, wenn sie es toll finden, aber in irgendeiner Art und Weise eine Erwartung nicht zu erfüllen von ihnen, oder? Ja, also zudem ist es so ein Grund, weil ich einfach wirklich sehr gerne neue Musik machen. Also, ich schreibe mega gerne Lieder und finde es super cool, mit denen dann wieder eine neue Show zu machen und wieder mal letzte Zeit haben wir Blöser dabei gehabt, ganz neu. Es war super geil gewesen, mit denen Tour zu machen. Jetzt kommen wieder Gigen zurück. Yeah. Und es gibt immer so ein bisschen Veränderungen und das ist wie so, das finde ich geil, das macht es irgendwie aus, wenn du immer mit der gleichen Band immer das Gleiche machst, fände ich glaube recht langweilig. Und es muss immer etwas anderes sein irgendwie, weil ja, vielleicht schätzt auch das die Leute, dass es nicht immer gleich tönt. Genau, weil wenn sonst wäre es ja quasi, du hast ein Konzert gesehen, dann hast du alle gesehen. Vom Gefühl her. Natürlich kommen noch ein paar Songs neu dazu. Genau, aber auch das kann gut sein. Also meine, du gehst, wenn du ACDC gehst schauen, willst du keine Blöse dabei haben, dann ist einfach stehen sie an, wo ja, sein Solo immer gleich spielt. Und wenn ich ACDC höre, wäre das genau auch so. Ich hätte nicht überrascht werden von ACDC. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Genau, aber ACDC hat ja auch so offensichtlich eine klare Richtung an Musik. Also das ist ja nicht groß experimentiert worden. Ja. Und und bei dir gibt es schon... Das ist auch ein Experiment. Also, das ist alles im kleinen Rahmen, Experiment. Es ist ein bisschen lustig, wenn du nachher machst du eine neue CD und sagst, ah, es klingt mega anders, finde ich, und es kann das machen und so. Und nachher dann hörst du deine Vertrauten. Ja, es klingt ziemlich wie du einfach. Ja, fuck, es hat mega Mühe gegeben. Also meine, etwas überlegt, ein bisschen anderer Schreibstil, andere Themen. Ja, hast du mal nicht so viele Liebessongs drauf, wie dir immer sagen? Das habe ich genauso. Weißt du, in deinem Kopf hast du einen völlig anderen Prozess auch und du gehst völlig anders ans Zeug an und sagst, hey, da habe ich etwas völlig Neues gemacht, das habe ich noch nie gemacht. Nämlich habe ich eine Geschichte so und so zusammengesetzt oder was weiß ich. Und dann kommst du einfach so, ja, lustige Geschichte über das Kino. So, fuck that. Aber das ist, ich glaube, das ist ja wichtig für sich, oder? Also, der Basch hat es zwar auch gesagt, am Schluss die Journalisten und so und eben die Leute, die es los interessiert sich am 4. Tag, aber du in deinem Studio hast das Gefühl, du hast jetzt gerade etwas mega
Revolutionäres gemacht, weil halt für dich so etwas Neues ist, aber oder? Ich glaube, das ist ja etwas, das nachher Energie freisetzt. Und wenn du immer das Gleiche machen würdest, würdest du einfach träge werden. Und ich glaube, es würden die Leute nicht, dass sie es würden merken und sagen, oh mein Gott, jetzt ist irgendwie es ist träge geworden, sondern einfach die Musik macht mich nicht mehr so an. Und ich glaube, dass es frisch bleibt, also bei mir jetzt muss ich immer etwas Neues machen, das einfach so ein bisschen. Aber auch wenn es nur für mich neu ist. Yeah. Aber sonst, wenn ich jetzt das gleiche Album neu machen würde wie das letzte Album, dann fände ich es, glaube ich, recht langweilig. Das ist schon wieder. Und wahrscheinlich befruchtet es ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Bühne bist mit Blöser, dass du dann auf einmal in der Komposition von einem Song eine neue Idee kriegst und sagst, ich könnte vielleicht mal dort, keine Ahnung, ich bin kein Musiker, aber ich könnte dort noch ein Intermezzo einplanen, wo das sonst früher noch nicht. In der Metz, ich sage, da hast du völlig richtig. Ja, nein, es tut, klar, es geht immer an die richtige Person, aber noch Instrument. Und wir haben von Anfang an immer schon das Hackbrett dabei gehabt, was in dem Sinne nicht gibt in der Popmusik. Also nicht gibt. Yeah. Man hört es bei Coldplay, aber niemand weiß, was Hackbrett ist. Also weißt du, das ist auch das Geile, das war immer unser Anspruch gewesen. Bei uns hörst du nicht sofort, dass das Hackbrett drin ist oder Mandoline und so. Es tönt einfach halt noch. Yeah. Die Leute sagen dann einfach, es tönt noch Coons. Und so genau so muss es sein. Mhm. Aber für uns ist das ein Prozess. Wie machen wir das jetzt bei dem Album? Wie wollen wir es da drin haben? Wie wollen wir. Und es ist irgendwie, ja. Das finde ich eigentlich eine schöne Arbeit. Also bis Größte hört man das Hackbrett, muss ich sagen. Sehr gut. Gell? Ja. Das habe ich sogar gemerkt. Aber es gibt auch Leute, die das nicht gehört haben und gesagt haben, was ist das? Was habe ich gehört? Ist es ein Klavier oder Gitarre? Gitarre wird da schnell gespielt. Ja, weißt du, es ist lustig. Die Leute hören zum Teil Sachen aus und dann so. Das Hackbrett. Was haben wir da aufgenommen? Das Hackbrett an Gitarre verstärken tun, dann mal irgendwas passieren. Ja. Ich könnte aber jetzt also die Interviews führen. Also so Podcast-Gespräche mit Musikern. Ich tue einfach so, als wüsste ich mega genau, von was ich rede. Super. Super. Ja. Ohne Plan zu haben. Mit Intermezzo. Und, Intermezzo sind super. Ja. Absolut. Ja, das ist ja vor allem für Live-Elemente ist das natürlich sehr wichtig. Es ist doch so. Ja, was ich das Wichtigste finde bei Live-Elementen ist Dramaturgie. Ja. Yeah. Was viele Bands nicht machen. Das finde ich mega schade. Darum bin ich bei vielen Konzerten nach 3 Liedern gelangweilt. Mhm. Weil ein Song nach dem anderen gespielt wird. Ja, so. Dann fängt das erste Lied an, das zweite Lied, dann kommt eine Ansage. Ja. Yeah. Dann das dritte Lied, kommt eine Ansage. Dann das vierte Lied, kommt eine Ansage. Und dann denke ich so. So langweilig. Nicht? Doch. Und vor allem, es kommt ja dann auch noch darauf an, was sind es für Ansagen? Also, weißt, na gut, das kann ich jetzt. Das ist bei mir nicht besser. Weißt, meine Ansagen sind zum Schießen. Du wirst viel gelachen. Time. Ja, aber du wirst viel gelachen. Und vor allem. Ja. Doch, also im Positiven. Vor allem, ich habe immer das Gefühl, ich bin schon ein Konzert gesehen, da kommt dann eine Ansage, wo du dann auch musst sagen, das interessiert jetzt auch wirklich niemand außer dich. Und ich glaube, dort gibt es dann irgendwann auch. Wenigstens öfter. Ja, dort gibt es ja dann irgendwann den Bruch, wo du sagst, eben, es haben doch Menschen auch viel Geld zahlt zum Teil, eben, um das zu schauen. Und die Frage ist, ob sie Ansagen gezahlt haben oder ob sie Musik gezahlt haben. Eben. Ja, gut, ja. Hingegen beim Robbie Williams hat sie mir oft gewünscht, dass er gar keine Lieder mehr dazwischen spielt. Weil er einfach so ein Entertainer ist. Schon. Sein Zeugs, das er labert, zum Schreien lustig ist. Ich habe ihn nie live gesehen, aber ich kann mir das vorstellen. Wie der Kanadier. Michael Bublé. Ja, das ist auch so der Hammer. Das ist so lustig. Ja, und du merkst dann auch, also beim Robbie, das hat er einmal in Interviews gesagt, der hat sich ja irgendwann angeschissen, seine Songs zu singen. Weißt du? Ah, wirklich? Ja. Der hat das doch alles irgendwann scheiße gefunden. Weil er halt auch unhappy gesehen ist mit sich und allem. Und dann, ich glaube, dann macht es auch. Das habe ich damals nie können verstehen. Wie so ein geiler Rockstar unhappy sein. Ja, wie bei der einen Doku siehst du ihn oben für oben, Fußballstadion nach Fußballstadion. Und irgendwie am 25. oben, irgendwie, ich weiß nicht, wo du noch siehst, ich glaube in Belgien oder so, sagt er, heute oben ist zum ersten Mal geil gesehen.
heute so bist die Energie von den Leuten und mir und wir sind eins geworden und so. Und ich konnte es nie verstehen. Ich habe gedacht, was laberst du? Du hast jeden Abend 50'000 Leute, die dir zujubeln oder 80'000 oder was weiß ich. Und lustigerweise merkst du dann aber, wenn du selber mal spielst, ob die Anzahl Leute ist egal, sondern... Und lustigerweise hat die Stimmung, du kannst einen Lautstärkepegel haben, der objektiv mega gut tönt, aber du empfindest irgendetwas anderes. Hat auch mit deinem eigenen Empfinden zu tun. Voll. Und ich glaube jetzt mal, wenn du 25 Shows spielst und du nur eine davon gut findest, dann ist es eher dein Problem. So. Und andere, die spielen 25 Shows und sind mit zwei nicht zufrieden oder sagen, oh, da ist jetzt die Stimmung wirklich nicht gut gesehen. Aber im Grundsatz finden sie es eher geil. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Verhältnis, das er sein soll. Und eben ein Robby ist so eine... Ja. Kann dich schon sein. Was ich die letzten Jahre gemerkt habe, ist, das Publikum verändert sich schon. Wenn du ein Newcomer bist und dich die Leute noch nicht so kennen, dann wollen sie etwas hören von dir. Und es ist so, was erwartet uns? Und sind dann völlig überrascht, was sie da antrifft. Das war bei uns meistens so gewesen, weil sie haben irgendwie CD gelassen und gefunden, ah, das ist nett. Und sind nachdem live gekommen, live ist es halt viel wilder. Und dann haben sie das Gefühl, wow, das bretscht für mich, das ist so crazy, oder? Besser als umgekehrt, oder? Ja, besser als umgekehrt. Und nachher merkst du in den letzten Jahren, die Leute erwarten das. Und siehst du mal so, zum Teil, so, und du merkst, fuck, was ist jetzt? Und machst du vielleicht gerade am Anfang, wenn du nicht gerade jetzt Vollgas kannst geben oder gibst, wo du einfach nicht gerade ein riesen Tag hast, wo du einfach sehr fit bist, sondern bist du einfach Musik. Machst Musik irgendwie. Du merkst so, okay, dann musst du schaffen, bis du Publikum hast irgendwie. Das gibt es schon. Also ich glaube, bei einem Robbie Williams, wo man einfach irgendwie halt nicht nur 40 Franken, sondern 140 Franken gezahlt hat für ein Ticket, wo man einfach entertained werden. Und das ist vielleicht eher noch so ein bisschen so, zu zeigen, was du kannst. Ja, aber das ist doch, also ich weiss jetzt natürlich nicht in seinem Fall, aber er hat ja auch ein Level gehabt, wo da kreischen. Ich kann mir auch vorstellen, dass einem das dann irgendwann abstellt. Ja, da kreischen sie ja auf das Prinzip. Also das habe ich im Kleinen schon erlebt, mit dem Büssi mal Energy Stars for Free irgendeine Vormoderation gemacht. Und da ist 13'000 Leute im Hallenstadion und eineinhalb davon da hast du jetzt gemerkt, du kannst sagen, was du willst, und die rasten komplett aus. Also da hast du jetzt wirklich auf die Bühne können stehen und sagen, und jetzt habe ich gerade in die Hose geschissen. Und die würden machen. So, also es ist dann irgendwann, wo du dann auch so findest, eben, es gibt dir wie kein, wie will ich sagen, es ist doch ein geiles, befriedigendes Gefühl, wenn du weißt, ich habe dafür geschafft und jetzt habe ich sie gekriegt, als ich kann eigentlich machen, was ich will. Hörst du auch von Komikern, der Mittermeier ist so einen gesehen, oder der Gad Elmaleh in Frankreich, wo gesagt hat, irgendwann kommst du auf die Bühne und egal was du machst, sie lachen und klatschen, da hast du eben die künstlerische Befriedigung, ist nicht mehr da. Ja. Weil du sagst, ich habe ja gar nicht dafür gemacht. Natürlich hast du früher noch viel dafür gemacht, aber dass du jetzt an diesem Punkt bist, heisst nicht, dass das, was du jetzt noch bringst, wirklich qualitativ hochstehend ist. Ja. Und darum sind sie dann, also beide mit ihren Geschichten, aber auf New York in einem kleinen Comedy-Club spielen, wo die keine Sau kennt. Und wenn es dort funktioniert und sie dort lachen, dann bist du wirklich lustig. Und ich glaube, bei der Musik ist zum Teil das Gleiche, eben das, die Menschen kennen einen noch nicht. Das heisst, ich muss euch jetzt zeigen, ich kann das und das ist geil und wir kriegen einen geilen oben an. Und wenn dann die Leute langsam eine Erwartung haben, dann ist es wahrscheinlich auch eben das Ziel, nicht die zu 100% zu erfüllen, sondern die Erwartungshaltung immer ein bisschen zu enttäuschen. So ein ganz bisschen, nur die Erwartungshaltung. Ich glaube, dass dann, also bei mir ist in so plötzlich Druck, wo du weißt, ich muss heute Huren abliefern, weil die erwarten, dass ich eine mega geile Show mache. Und das mache ich ja immer. Also mache ich immer. Yeah. Ich gebe immer das Beste, aber dann gleich hat man so die Erwartungshaltung. Und sonst hast du es nicht gehabt, weil du hast irgendwie gewusst, ah, dann zeigen sie es, das erwartet ihr nicht. Wenn sie schauen. Und plötzlich bist du so, jetzt muss ich dann, sonst sind sie enttäuscht. Und das geht dann irgendwann. Yeah. Aber es ist ja schön, wenn man an diesen Punkt kommt. Das heisst, man hat so viele Leute schon bespielen können, dass sie etwas erwartet und dass sie schon Chance schauen und dass sie Fans immer wieder kommen und von dem her. Das hast du wahrscheinlich bei Festivals noch eher, weil die Menschen, natürlich können sie dann zu dieser Zeit die schauen, aber die haben ja auch Geld gezahlt, um alles andere zu schauen. Genau. Ja. Und beim Festival hast du schon viele Leute, die noch nie gesehen haben. Eben.
wenn so, also wenn man einen Campus, wie viel sind am Tag? 15.000, 20.000 Leute. Wird das nicht jeder gesehen haben. Ja, am Heiteren bin ich. Am Campus konnte ich es richtig geniessen und am Heiteren bin ich extrem aufgeregt gewesen. Ja. Weil das Heiteren ist so als Heim-Open Air und dann habe ich so viele Leute gekannt und das ist genau das passiert. Da ist so, oh, man ist eigentlich unter Druck. Und statt es zu genießen, ist man die ganze Zeit so, oh, scheiße, hoffentlich vergesse ich den Text nicht, hoffentlich vergesse ich, was muss ich singen? Scheiße. Ja. Ja, es ist wahrscheinlich auch, will ich sagen, ich kenne es von der Comedy, weil man ja eben auch beschäftigt ist mit der Arbeit in dem Moment, mit Performen und allem. Ist es eben auch zum Teil noch schwierig, den Moment zu genießen, weil wenn du es wirklich würdest genießen, wenn du wirklich einfach würdest anstehen und einfach mal alle die Leute anschauen und sagen, boah, ist das geil, dann könntest du nicht mehr performen. Wahrscheinlich, ja. Und ich habe also probiert, mir beizubringen, das nachträglich irgendwie, so wie halt so mentale Bilder zu machen und das dann nachträglich irgendwie probieren, zu nachfühlen. Und zum Teil funktioniert es auch wirklich. Also wenn dann eben so etwas wie das Gampel geil gesehen ist, dass du dann irgendwie, frag mich nicht, von dem noch zuerst zwei Wochen, dass du dann einfach mal zwei Wochen später dir überlegst, boah, das ist das geil gesehen. Ja, das machst du eh nach so grossen Open Airs. Also das ist eh das Highlight. So, mein Lieber, wir haben Viertel ab drei. Oh. Das heisst, ich muss dich, glaube ich, langsam, du musst weiter, ich muss dich langsam fortschicken. Fucht mit dir. Aber vielen herzlichen Dank. Sehr gefreut. Bist du da gewesen? Ich habe mich auch sehr gefreut, danke. Wir müssen wieder mal machen, dann schwätzen wir nicht so viel über Business, dann können wir über anderes Zeugs reden. Also gut. Ist gut. Über Chimpy. Zum Beispiel über Chimpy. Marco, alles Liebe. Joey. Hoffentlich bald die grosse Auftritt wieder. Ja, gleichfalls. Und alles Liebe. Bis bald. Bis bald. Tschüss zusammen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. We'll be right back.